Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Martinas YouTube-Kanal. Ich weiss, es ist schon sehr lange her, dass ich das letzte Video gemacht habe. Am 8. September war ich in Zürich raus, im letzten Grund. Da war der Pink Ray Bone, den ich auch mitgeholfen habe. Also mitgeholfen war ich auch als Teilnehmer da. Und bin dort auch mitgesäckelt, habe es eigentlich auch festhalten, aber irgendwie hatte ich ein Problem mit dem Handy. Keine Ahnung, was ist und warum es nicht mehr ist gegangen. Zum Teil hat es funktioniert und hat wieder nicht funktioniert und es war ein Hennenzeug. Aber ich werde jetzt euch noch zeigen, was wir alle haben bekommen beim Pink Rainbow, wo wir haben, also für die Teilnehmer, die mitgemacht haben, haben alle so ein Rucksäckchen am Schluss bekommen. Ausgesehen tut das so. Und es hat noch verschiedene Inhalte gehabt. Also hat noch verschiedene Inhalte gegeben. Unter anderem das Kühlpack hier. Und da die Radieschen-Samen habe ich von letztes Jahr auch noch angesagt. Und sie sind wirklich gekommen, aber sie sind nicht so gross geworden wie die Radieschen, die man kennt. Das sind so ganz kleine Radieschen, die ich angesagt habe. Und die kommen wirklich auch. Und dann hat es noch so eine Handfeile gegeben. Schon gern cool, hast schon eine, aber ja, eine mehr ist schon nicht schlimm. Dann hat es zum Schluss noch Shampoo gegeben. Habe ich gerade zwei ergattert, das haben sie mir zwei geschenkt. Und es hat noch so diverse, aber da noch so Sonnencreme gegeben. Ich weiß nicht, ob das auch Sonnencreme ist. Dann sehen sie so aus. Und da hier hat es auch noch mal so eine Sonnencreme gegeben. Mega gut. Und noch so der Energie-Täfeli zum Lutschen, für wenn man ein Teufel hat beim Säckeln. Oder auch sonst, wenn man ein Teufel hat, sind die recht gut. Und es hat noch eine Brosche drauf, gegeben mit dem Brosche gegeben, so eine. Würde ich auch an mein Bauchtäschchen hängen. Hoffentlich verliere ich sie nicht. Ich habe schon ein paar Broschen verloren, die ich das Bauchtäschchen oder den Kitchen-Sack gehängt habe. Und zu guter Letzt hat es noch den Schlüsselanhänger gegeben von Ochsner Schuhe. Da war noch ein Gutschein dran gewesen. Hat es ein bisschen versifft, musste jetzt fortschießen, weil er ist abgelaufen. Ich habe mir gerade eins noch online etwas bestellen beim Ochsenschuh. Aber ja, wie es so ist, wenn man das Zeug dann tut und nachher nicht mehr braucht, läuft halt das Zeug weg und ich und Gutscheine sind so ein bisschen nicht gerade Best Friends. Ihr werdet eben in diesem Video noch ein paar Videos sehen von Pink Rainbow. Eben, mich sieht man nicht, ich habe wirklich noch einen Film, aber mein Nadel hat irgendwie ein bisschen versagt und als ich heimgelaufen vom letzten Grund auf Zürcher Bahnhof, hatte ich mal die glorreiche Idee, das Handy abzustellen und es wieder neu aufzustarten. Ich habe es auch neu aufgestartet und dann von dann an ist es wieder gegangen. Ja, und der nächste Lauf wäre am nächsten Samstag zu Büren an der Aare. Da werde ich mit der Plussportgruppe mitsäckeln. Ich werde am 10 vor 1 starten. Und hoffe, dass ich so 25 bis 30 Minuten habe für 5 Kilometer. Falls jemand mitkommt, dann würde es mich mega freuen, wenn ihr kommen würdet. Und ja, wenn nicht, dann seht ihr sicher wieder ein Video. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Morgen einen guten Wochenstart und die, die noch Ferien haben, schöne Ferien. Und den anderen, die wieder anfangen auf der Arbeit oder in der Schule, einen guten Start. Tschüss zusammen. To break, sleeping or awake, and it's so easy to regret it.
so show your face. It's different but the same. I'm insane. I'm grown to be the kids we train. Where do we go? Will we stand in the front line? Where do we go? We go. I don't wanna be a soldier, soldier. I don't wanna have to play with freedom. We play now, can turn back. No more guns, no more. I don't wanna be a soldier, soldier. I don't wanna have to play with freedom.